Dieses Video präsentiert Ihnen Eumedix. Hallo, herzlich willkommen zu dieser Präsentation. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Karl Florian Schettler. Ich arbeite als Oberarzt in der Neonatologie im Kinderkrankenhaus St. Marien in Landshut und auch für die Abteilung für Kinderkardiologie und Kinderintensivmedizin im Klinikum Großhadern an der LMU in München. Ich möchte Ihnen heute so ein bisschen was erzählen über die Grundlagen des AEGs und wie Sie die Interpretation, die Basis sozusagen erlernen können und hoffe, dass Sie am Ende des Vortrags dann auch sehen, wie einfach es eigentlich wirklich ist, ein AEG erst einmal zu lesen und das so prädestiniert macht für die Intensivstation. Das Monitoring hat sich dramatisch geändert in den letzten Jahren. Es ist noch nicht so lange her, da waren diese beiden Damen der beste Monitor, den wir eigentlich hatten auf unserer neonatologischen Intensivstation. Heute inzwischen schaut das Ganze ein bisschen technischer aus. Wir haben wesentlich mehr Instrumente dran, wenn Sie sich das Neugeborene, das Frühgeborene nebendran ansehen. Da monitoren wir die Sauerstoffsättigung, wir monitoren die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Drücke von der Beatmung, die rein und rausgehen und so weiter. Aber wenn Sie sich auch dieses Bild anschauen, gibt es eigentlich ein Areal an diesem Kind, das noch nicht wirklich benutzt ist. Und das ist der Kopf. Und das ist schon ein bisschen komisch, da der Kopf ja eigentlich eine der größten Körperoberflächen ist bei so einem Frühgeborenen. Und auch in der heutigen Zeit mit unserer modernen Medizin ist nicht mehr so sehr eine Frage ist, ob diese kleinen Frühgeborenen überhaupt überleben, sondern auch eine ganz wichtige Frage ist, wie überleben diese Frühgeborenen? Und ich denke schon, dass uns das AEG da helfen kann. Fangen wir an mit der Erfassung der Hirnfunktion. Für die Erfassung der Hirnfunktion möchten wir Ihnen eben dieses neue Gebiet vorstellen, den sogenannten Cerebral Function Monitor oder auch AEG genannt. Steht für amplitudenintegriertes EEG. Das kommt auch zustande der Name, weil wir sehr viel über die Amplitude bei dieser Messmethode machen. Und entsprechend möchte ich Ihnen ein bisschen was erstmal über die Geschichte erzählen. Ist gar nicht so lang her, da war das schon mal im Thema, 60er bis 70er Jahre wurde es entwickelt ursprünglich und hatte eigentlich noch gar nicht den Gedanken, für die Neonatologie verwendet zu werden, sondern sollte erstmal für Erwachsene verwendet werden. Da hat man aber dann schnell gemerkt, ist jetzt noch nicht so erfolgreich, nutzt man nicht. Und entsprechend verschwand das AEG dann so ein bisschen von unseren Bildschirmen und bekam dann erst die nächste große Renaissance, als die Digitaltechnik Einzug gehalten hat. Denn nun hatten wir die Möglichkeit, das Roh-EEG mit aufzuzeichnen und darzustellen, was sehr hilfreich war bei der Interpretation. Der ganz große Durchbruch vom AEG kam dann eigentlich mit Einsatz in den sogenannten Hypothermiestudien. In den Kühlstudien, vor allen Dingen zum Beispiel die CoolCap-Trial, wo es wichtig war oder Bedingung war, dass die Kinder ein auffälliges AEG hatten, um überhaupt gekühlt zu werden. Und im Rahmen dieser Studien hat man es wieder neu entdeckt für die Neonatologie und angefangen dann auch ganz viel zu benutzen. Und wenn man jetzt den nächsten Schritt schon so einen Blick Richtung Zukunft wagt, dann kann man schon fast sagen, die Erwachsenenmediziner entdecken das AEG auch inzwischen wieder neu für sich. Gerade in den letzten Jahren kamen zunehmend mehr neue Studien raus nach Herz-Kreislauf-Stillstand bei Erwachsenen, wo man das AEG nutzen kann. Zunächst mal ein bisschen was über die technische Basis. Wenn wir uns das AEG anschauen, dann haben wir Elektroden, die erst einmal unsere Hirnströme ableiten. Und dieses Signal wird dann erst einmal im Gerät sehr stark bearbeitet. Es wird die Amplitude abgeweicht, es wird bestimmte Frequenzen herausgefiltert. Das ist ein extrem starker Filter auch, wo besonders erwachsenen EEG-Menschen, sage ich mal, einen Schreck erstmal bekommen, wie viel wir an Informationen tatsächlich herausfiltern aus diesem Roh-EEG. Das hat aber schon seinen Sinn, denn das AEG wurde prinzipiell dafür konstruiert, auf einer Intensivstation verwendet zu werden. Und gerade auf einer Intensivstation haben Sie sehr, sehr viele elektrische Störgeräusche und da brauchen Sie so einen starken Filter, damit Sie überhaupt ein vernünftiges Signal bekommen können. Alles in allem wird dann noch die sogenannte Impedanz abgeleitet, das Ganze in eine semi-logarithmische Skala verwandelt und dann bekommen wir am Ende unser AEG-Signal. Jetzt möchte ich Ihnen als erstes noch zu zwei Punkten, nämlich zu diesem sogenannten Filter und diesem Abweichen des Signals etwas erzählen. Man kann sich das so vorstellen, man hat einen Roh-EEG-Streifen und dieser Roh-EEG-Streifen wird erst einmal alles in das Positive umgewendet, sodass man keine nach oben-unten Ausschläge hat, sondern alle nur positiv nach oben gehen. Und anschließend wird diese Kurve von dem Roh-EEG noch geglättet zusätzlich, um hier, ich sag mal, eher einen Durchschnitt zu erhalten. Das ist der erste Punkt. Wenn man dann noch sieht, dass das Ganze zeitkomprimiert wird, das heißt, das Ganze wird
immer enger. Und Standard beim AEG, wie es definiert ist, ist, dass 6 Zentimeter ungefähr eine Stunde entsprechen. Dann erhält man ein Signal, das im Prinzip so aussieht wie das AEG. Also, man kann sich es auch vorstellen, wie auf diesem Bild, das Sie unten sehen. Man hat in einem Roh-EEG-Streifen eine bestimmte kleinste Amplitude und im selben Streifen eine bestimmte größte Amplitude. Wenn man jetzt die kleinste Amplitude nimmt, die als unteren Punkt fixiert und dann die größte Amplitude als oberen Punkt und zieht dann eine senkrechte Linie hindurch und Sie machen das über die Zeit immer wieder, erhalten Sie das AEG-Signal. Das Ganze wird in eine Skala eingeblendet, die semilogarithmisch ist. Dies bedeutet, dass von 0 bis 10 Mikrovolt zunächst die Skala linear verläuft und dann ab 10 Mikrovolt die Skala logarithmisch verläuft. Das hat folgenden Sinn. Gerade bei Neugeborenen interessieren uns viele der Amplituden, die wichtig sind im unteren Bereich, also eher so 0 bis 10 Mikrovolt. Hier möchte ich natürlich eine möglichst gute Auflösung haben und feine Unterschiede erkennen können. Gleichzeitig gibt es aber auch bei den Neugeborenen, zum Beispiel bei Bursts, hohe Amplituden von 50 oder 40 Mikrovolt. Und die möchte ich natürlich auch noch in einem vernünftigen Rahmen auf dieser Skala sehen können. Entsprechend hat sich diese semilogarithmische Skala eingebürgert, weil man hier einfach die beste Auflösung hat und trotzdem noch alle Amplitudenhöhen gut erkennen kann. Das nächste technische Detail, das wir noch besprechen müssen, ist die sogenannte kontinuierliche Impedanzmessung. Die meisten AEG-Geräte messen den Widerstand, der an der Elektrode am Kopf abgegriffen wird, kontinuierlich mit. Hat den folgenden Sinn, damit Sie frühzeitig erkennen, wenn die Elektrode sich vom Kopf zum Beispiel ablöst, dann ändert sich der Widerstand an dieser Elektrode und entsprechend kann Ihnen das Gerät mitteilen, schauen Sie mal an der Stelle nach oder schauen Sie mal an der Stelle nach. Hier hat sich unter Umständen die Elektrode abgelöst. Wichtig ist für mich immer, Ihnen zu erklären bei der Impedanz, dass dies nur ein Maß dafür ist, wie der Widerstand an der Elektrode ist. Es wird sehr gerne die Impedanz gleichgesetzt mit der Qualität der Ableitung. Aber auch wenn Sie eine gute Impedanz an Ihrer Elektrode haben, ist das nicht automatisch gleichbedeutend, dass Sie auch das Richtige ableiten. Also da ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Sie werden es bei dem Vortrag über Artefakte und Pitfalls hören. Man kann auch eine gute Impedanz haben und trotzdem das Falsche ableiten. Dann gibt es technisch noch zu unterscheiden die Einkanal- und die Zweikanalmethode. Ursprünglich gab es beim AEG nur die sogenannte Einkanalmethode. Das heißt, es wird von der linken Seite des Gehirns auf die rechte Seite des Gehirns abgeleitet. Das hat den Vorteil, dass man nur 3 Elektroden braucht, hat aber auch den großen Nachteil, dass man die Veränderungen nicht lokalisieren kann weiter. Das heißt, ich kann nicht sagen, der Schaden oder die Störung im Gehirn ist jetzt vermehrt auf der linken Seite oder auf der rechten Seite des Gehirns. Dementsprechend wurde das Zweikanal-AEG eingeführt. Dadurch brauche ich jetzt 5 Elektroden, also etwas mehr, aber ich habe eine deutlich bessere Informationen, die ich erhalte und kann auch deutlich besser Probleme bei den Patienten erkennen. Es gab dazu zum Beispiel diese eine Studie, die ich Ihnen zeigen möchte, wo bei 28 Patienten sowohl die Einkanal- als auch die Zweikanal-Methode angewendet worden ist. Und man hatte unter diesen 28 Patienten 4 gefunden, bei denen die Einkanal-AEG-Ableitung normal aussah. Das heißt, man hat hier keine Auffälligkeit entdeckt. Die Zweikanalableitung hat aber sehr wohl ein positives Ergebnis ergeben im Sinne von, da ist irgendetwas nicht in Ordnung bei den Patienten. Und entsprechend hierzu der Vergleich zwischen diesen Einkanal- und Zweikanal-AEGs und dazu die korrespondierenden Kernspintomographiebilder. Und Sie sehen das insbesondere bei Läsionen im Kopf, bei denen es sich vor allen Dingen um einseitige Phänomene handelt. Man unter Umständen in der Einkanalmethode sehr wohl die Pathologie übersehen kann, weil das Gesamt-AEG-Signal über den gesamten Kortex von links nach rechts abgeleitet noch relativ normal aussieht. Hingegen bei der Zweikanalableitung, wie Sie bei den Beispielen erkennen können, ist bei der einseitigen sehr wohl dann eine Auffälligkeit erkennbar und die Amplitude reduziert. Deswegen ist da auch der Grund, warum man heutzutage eigentlich eher sagt, die Zweikanalableitung ist sinnvoller als die Einkanalableitung, weil man einfach mehr Auffälligkeiten erkennen kann.
Nun könnten Sie natürlich berechtigterweise sagen, naja, wenn zwei Kanäle besser sind wie ein Kanal, dann machen wir doch fünf Kanäle und dann sehen wir noch besser dran. Das ist in der Theorie richtig. Sie werden wahrscheinlich, je mehr Kanäle Sie verwenden, desto mehr Pathologien werden Sie entdecken. Sie müssen sich aber überlegen, dass das AEG konzipiert ist als ein Monitor. Ein Monitor, der auf Ihrer Intensivstation mitlaufen soll, und ein Monitor hat ganz andere Ansprüche wie ein diagnostisches Tool. Ein Monitor soll möglichst einfach für Ihr Personal zu nutzen sein. Es soll möglichst einfach auszuwerten sein. Und für je mehr Kanäle Sie verwenden, desto mehr Elektroden brauchen Sie auch. Und all diese Elektroden müssen auch immer einen guten Kontakt haben. Das heißt, wenn Sie jetzt anfangen, vier oder fünf Kanäle zu machen, erschwert sich die technische Durchführung Ihrer Ableitung massivst und Sie verlassen eigentlich den Sinn eines Monitors. Und dann muss man ehrlich sagen, wenn Sie so viele Elektroden machen, dann machen Sie lieber gleich ein vernünftiges EEG, da haben Sie dann die beste diagnostische Aussage. Aber das AEG ist ein Monitor, soll einfach zu benutzen bleiben auf Ihrer Intensivstation, und deswegen werden sich wahrscheinlich die meisten Leute so auf Zweikanal-AEG einigen. Fangen wir nun an mit der Klassifikation. Wie lese ich überhaupt so ein AEG? Es gab hier eine bahnbrechende Arbeit von Hellström Westers und Kollegen, die in New Reviews publiziert wurde 2006, die erstmals angefangen hat, die verschiedensten Klassifikationssysteme, die existierten, zusammenzufügen zu einem einzelnen System. Und hier wurde sehr früh aufgebracht, dass, wenn Sie ein AEG anschauen, Sie sich immer drei Fragen stellen sollten. Die erste ist, wie ist die Hintergrundaktivität? Die zweite ist, gibt es eine sogenannte Zyklizität oder Schlafwachzyklen? Und die dritte Frage ist, sehe ich irgendwelche Krampfanfälle in der Ableitung, ja oder nein? Und das sind auch diese klassischen drei Fragen, die Sie sich immer stellen sollten, wenn Sie ein AEG auswerten oder betrachten. Die erste Frage richtete sich nach der sogenannten Hintergrundaktivität. Das heißt, was habe ich für eine basale Aktivität des Gehirns, die von meinem AEG erfasst wird? Man hat sich hier geeinigt, dass man fünf Klassifikationen macht, das heißt fünf verschiedene Muster, die Sie erkennen können. Wie Sie sehen auf dieser Übersicht, sind diese relativ einfach, sage ich mal, unterscheidbar schon mal optisch. Es gibt auch absolute Amplitudenwerte, an denen Sie sich orientieren können. Die werden wir gleich alle im Einzelnen durchgehen. Aber mir ist schon wichtig, dass Sie frühzeitig darauf achten, das Entscheidende ist das Muster und nicht der reine absolute Amplitudenwert. Wichtig ist auch, wenn Sie so eine Hintergrundaktivität betrachten, dass Sie nicht jeden einzelnen Punkt versuchen, auf dem AEG zu analysieren. Sie sollen sich wirklich den Unterrand und den Oberrand des Signals ansehen und dort den Durchschnitt in Anführungszeichen. Das heißt, wo liegen im groben Gesamt meine Werte und nicht einen einzelnen, nur weil einmal eine Linie zum Beispiel auf 0 Mikrovolt geht, die dann gleich werten oder dort eine andere Hintergrundaktivität daraus machen. Sondern Sie visualisieren das Muster wirklich so, wie es im Gesamten ist und im Durchschnitt und nicht einen einzelnen Wert. Fangen wir an mit dem ersten Hintergrundmuster, dem sogenannten kontinuierlichen Muster, auf Englisch auch Continuous Normal Voltage oder CNV abgekürzt. Das kontinuierliche Muster ist das Muster, das Sie erwarten würden bei einem reifen Neugeborenen, das gesund ist, wach ist, dem Sie keine Medikamente gegeben haben und bei dem alles in Ordnung ist. Charakteristisch hat so ein kontinuierliches Muster einen Unterrand, der über der 5-Mikrovolt-Grenze liegt. Man hat sich so bei den 5 Mikrovolt als Grenze immer festgelegt und gesagt, wenn ich hier drunter bin, dann ist das sicherlich auffällig mit meinem Unterrand. Der Oberrand hingegen sollte auf jeden Fall über der 10-Mikrovolt-Grenze liegen. Und wenn Sie sich das dann anschauen an diesem Beispiel hier, dann erhalten Sie ein Band, das etwas weiter nach oben versetzt ist und entsprechend der Unterrand sicher über der 5-Mikrovolt-Grenze ist. In dem Beispiel sehen Sie eine Zweikanalableitung. Das Ganze geht aber natürlich genauso auch in der klassischen Einkanalableitung. Auch hier sehen Sie wieder die Linien eingezeichnet. In der Skala müssen Sie immer wieder achten darauf, wo ist meine 5-Mikrovolt-Grenze und ist der Unterrand über dieser 5-Mikrovolt-Grenze und der Oberrand noch weiter drüber, haben Sie eine gute Chance, dass es sich um kontinuierliches Muster handelt. Das nächste Muster ist das sogenannte diskontinuierliche Muster. Hier könnte man fast so sagen, sind wir jetzt eine Stufe schlechter. Das heißt, je weiter wir mit unseren Mustern vorwärts gehen, desto schlechter in Anführungszeichen werden diese für unseren Patienten. Ein diskontinuierliches Muster ist bei einem reifen Neugeborenen, dem sonst gar nichts fehlt und dem keinerlei Medikamente gegeben wurden, schon nicht mehr normal.
Hingegen ein Neugeborenes zum Beispiel auf Ihrer Intensivstation, das sehr, sehr viel Sedierungsmedikamente von Ihnen hält oder vielleicht sogar beatmet ist, kann sehr wohl so ein solches Muster noch aufweisen. Das Charakteristikum des diskontinuierlichen Musters ist nun, dass der Unterrand Ihres AAEGs unterhalb die 5-Mikrovolt-Grenze kommt. Das heißt, wir haben jetzt ein Muster, das wesentlich breiter aussieht als das vorherige Muster beim kontinuierlichen. Das diskontinuierliche Muster ist, wie Sie jetzt an diesem Beispiel sehen, eben der Unterrand im Gesamten unter diesen 5 Mikrovolt und der Oberrand bleibt aber über diesen 10 Mikrovolt und daher sieht das Muster so breit aus. Hier wieder ein Beispiel für Sie noch, Einkanalableitung. Auch hier sehen Sie wieder, der Unterrand ist unter diese 5 Mikrovolt gegangen und der Oberrand bleibt aber sicher über meinen 10 Mikrovolt. Das nächste Muster ist ein Muster, das Sie relativ selten sehen werden im realen Leben. Es ist das sogenannte Low-Voltage-Muster oder Niedervoltage-Muster. Hier habe ich vor allen Dingen eine Amplitude, die sich hauptsächlich nur um die 5 Mikrovolt herum bewegt und der Oberrand sollte eigentlich nicht über die 10 Mikrovolt kommen. Es ist sehr schwierig, dafür gute Beispiele zu finden, da es eben in der Realität so selten eigentlich, finde ich, zu beobachten ist. Sie sehen hier an diesem Beispiel auf der linken Seite des USAIG ableitet eigentlich das beste Beispiel dafür. Unser Oberrand bleibt noch unter diesen 10 Mikrovolt und der Hauptteil der Aktivität von dieser Amplitude von diesem Patienten bleibt eher so um die 5 Mikrovolt. Das heißt, wenn man es bildlich sich vorstellt, ist es ein sehr schmales Muster eigentlich, das aber sehr weit nach unten gesetzt ist auf meiner Skala, nämlich um die 5 Mikrovolt herum. Anderes Beispiel, auch hier wieder im Zweikanalbild, wie man sich das vorstellen kann, ein Low-Voltage-Muster. Die nächste Stufe ist das sogenannte Burst-Suppression-Muster. Burst-Suppression kommt vielleicht denen von Ihnen, die schon mal mit EEG Kontakt hatten, bekannt vor. Es wird so genannt, weil man im Roh-EEG zunächst als Amplitude einen sogenannten Burst sieht, das heißt sehr hochamplitudigen Schuss, sage ich mal, von Aktivität und anschließend eine Suppressionsphase kommt, wo das Roh-EEG sehr flach ist und die Hirnaktivität sehr supprimiert ist. Dadurch der Name Burst Suppression. Und das kann ich auch im AEG sehr gut sehen. Man hat im AEG noch bezüglich der Häufigkeit dieser Bursts, also wie oft ich eine hohe Amplitude habe, das Burst Suppression noch unterteilt in ein sogenanntes Burst Suppression Plus und ein Burst Suppression Minus Muster. Wobei das Minus Muster einfach nur beschreibt, dass man weniger als 100 dieser Entladungen in einer Stunde hat. Entsprechend sehen Sie auf dem Bild unten, dass das AEG auch unterschiedlich aussieht, abhängig davon, wie viele Bursts ich in einer Stunde habe. Habe ich sehr viele Bursts, sieht dieses Muster sehr, ich sag mal, farblich gedeckt aus, da Sie sehr viele Ausschläge nach oben haben. Hingegen im rechten Bild, wo Sie nur sehr selten Bursts haben, sehen Sie, dass das wesentlich ausgedünnter aussieht und man wirklich jeden einzelnen Burst mit einer hohen Amplitude und einem hohen Ausschlag nach oben erkennen kann. Das Burst Suppression Muster, hier nochmal ein Beispiel dafür. Für die mehr EEG-Erfahrenen unter Ihnen vielleicht auch zum Erwähnen, ein entsprechendes Burst Suppression Minus Muster hat ein längeres sogenanntes Interburst-Intervall. Das Interburst-Intervall beschreibt die Zeit, die vergeht zwischen zwei einzelnen Bursts. Und wenn ich natürlich wenig Bursts habe, ist dieses Intervall relativ lang. Habe ich ein sehr kurzes Interburst-Intervall, habe ich ein sogenanntes Burst Suppression Plus Muster. Das heißt, ich habe sehr viele Bursts innerhalb einer Stunde. Und so wie Sie an diesem Beispiel sehen, ist da dann zum Teil die Fläche relativ abgedeckt von meinem AEG. Wichtig ist aber auch hier zu sehen beim AEG, dass der Unterrand relativ nahe sich hier um die 0 bis 1 Mikrovolt bewegt. Das entsteht dadurch, dass Sie in diesem Burst Suppression Muster im Roh-EEG eben eine lange Phase haben, in der keine wirkliche Amplitude auftritt, die Suppressionsphase. Und wenn ich diese Phase habe, mit wenig Amplitude, setzt das meinen unteren Punkt sehr weit nach unten. Und entsprechend hält sich dieses Burst Suppression Muster unten um die 0 bis 1 Mikrovolt in der Regel auf und dort relativ flach. Nun, ein kleiner Hinweis sozusagen als Trick schon mal, ein Burst Suppression Plus Muster, wenn es auftritt und erst recht, wenn dann noch irgendwie ein Artefakt dazu kommt, kann manchmal ein bisschen ähnlich wie so ein diskontinuierliches Muster aussehen. In dem Bild oben sehen Sie ein klassisches diskontinuierliches Muster, das heißt, mein Oberrand geht über die 10 Mikrovolt Grenze und mein Unterrand ist unter der 5 Mikrovolt Grenze. Und im unteren Bild sehen Sie ein Burst Suppression Plus Muster,
das aber durch ein Artefakt ausgelöst seinen Unterrand eher um die 5 Mikrovolt hat. Entsprechend wird es manchmal hier rein optisch schon etwas schwierig, diese beiden Muster zu unterscheiden. Es gibt aber einen Trick. Das Burst Suppression Muster hat immer einen flachen Unterrand. Wenn Sie sich das untere Bild anschauen, sieht der Unterrand absolut flach aus. Hingegen ein diskontinuierliches Muster hat noch mehr Variabilität im Unterrand. Sie sehen, dort gehen manchmal die Striche etwas weiter unter, manchmal sind sie etwas höher. Und das ist schon mal ein wichtiges Entscheidungskriterium, womit Sie diese beiden ähnlich aussehenden Muster unterscheiden können. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass Sie ins Roh-EEG hineinschauen und dort ist das Burst Suppression Muster in der Regel so charakteristisch durch diesen auftretenden Burst mit der anschließenden Unterdrückungsphase, dass Sie das relativ gut auch im Roh-EEG erkennen können. Es gibt noch ein Feature, das Ihnen dabei hilft, das noch leichter zu erkennen. Das ist das sogenannte Inside-Feature, das Ihnen ein Monitor bietet. Hier sehen Sie im oberen Bild, wie so ein Burst-Suppression-Muster ohne dieses Inside-Feature aussieht und im unteren Bild, wie dieses Inside-Feature durch die Einführung einer Grauskala Ihnen dabei hilft, besser zu erkennen, dass es sich hier eigentlich nur um ein Burst-Suppression-Muster handelt, sprich, dass die vielen Linien, die nach oben gehen, eigentlich nur einzelne kurze Bursts sind und die meiste Aktivität sich aber unten in der Suppressionsphase abspielt. Das ist sehr hilfreich, wie gesagt. Die andere Methode ist, dass man auf den Unterrand achtet, ob er flach ist oder nicht, und ins Roh-EEG schaut. Das letzte Muster und damit leider auch das schlechteste Muster, das Ihr Patient haben kann, ist die sogenannte inaktive Muster, das Flat Trace Muster. Hier habe ich praktisch immer eine Amplitude, die sich weit unter 5 Mikrovolt aufhält, meistens um die 0 bis 1 Mikrovolt und damit praktisch isoelektrisch ist. Hier hat der Patient im Prinzip keinerlei Hirnaktivität mehr, die dort nachweisbar ist und Sie erhalten im AEG ein sehr, sehr schmales unterstes Band, das nur hier um die 0 bis 1 Mikrovolt sich vorzieht. Selten haben Sie so kleine Ausschläge, wie Sie an dem Bild hier unten rechts erkennen können. Diese Ausschläge sind aber dann meistens Artefakte, wenn irgendetwas an den Patienten gemacht worden ist, zum Beispiel Absaugen, Bewegen oder Ähnliches. Wenn man hineinschaut an diese Stellen, wo Aktivität nach oben gegangen ist, kann man relativ gut das dann als Artefakte erkennen und sieht, dass aber die Gesamtaktivität des Patienten hier leider eher um Null ist. Ein anderes Beispiel noch, hier haben Sie ein bisschen mehr Artefakte drauf. Wenn Sie das sicher eben von einem Burst Suppression Muster unterscheiden wollen oder sich nicht sicher sind, ob da einzelne Bursts sind, schauen Sie einfach ins Roh-EEG kurz hinein an der Stelle, wo ein Ausschlag ist. Schauen Sie sich das Muster an und identifizieren Sie es, ob es wirklich ein Burst war oder nur irgendein Artefakt. Ja, und das waren im Prinzip unsere 5 Muster, die Sie kennen müssen zur Identifizierung der Hintergrundaktivität. Wie gesagt, es sind 5 Muster. Gewöhnen Sie sich frühzeitig an, mehr nach der Mustererkennung zu gehen, nach der optischen, nicht nur nach den reinen Amplituden, denn hier können Sie sehr gerne durch Artefakte reingelegt werden. Aber natürlich gibt es so ein paar Landmarks, wie ich sie nenne, an denen Sie immer wieder drauf schauen sollten, wie eben vor allen Dingen diese 5 Mikrovolt-Grenze nach unten. Insgesamt, das war es eigentlich für die AEG-Einteilung. Sie sehen, es ist wesentlich einfacher eigentlich zu erlernen als ein Voll-EEG. Das heißt, man kann sehr viel früher Ihre Stationsärzte unter Umständen auf der Intensivstation damit anfangen zu arbeiten, Dinge zu erkennen. Allerdings kann man natürlich sagen, der Erfahrenere, je mehr man dann auch lernt, ins Roh-EEG zu schauen, kann man natürlich noch mehr Informationen aus dem AEG holen. Eine Firma hat Ihnen noch, die Firma Natus hat Ihnen als Hilfe die automatische Hintergrunddetektion erfunden. Das heißt, Ihr Gerät zeigt Ihnen automatisch an am Oberrand, was es denkt, um was für einen Typus von Muster es jetzt handelt. Das heißt, Sie müssen gar nicht mal mehr selber nachdenken und sagen, ist das jetzt noch ein Burst Suppression oder was ist, sondern es gibt einen Algorithmus dafür. Und wie Sie auf diesem Bild erkennen können, wird es dann farblich voneinander abgestuft. Und es hilft vor allen Dingen auch sehr gut dem Pflegepersonal zum Beispiel frühzeitig zu erkennen, wenn sich das Hintergrundmuster erkennt und dann gegebenenfalls den Arzt Bescheid zu sagen, dass er hier einen Blick drauf werfen soll, weil sich irgendetwas geändert hat. Ja, das war es eigentlich
für unsere Hintergrundaktivität. Wenn Sie sich noch zurückerinnern an unsere drei Fragen, die zweite große Frage war, ist dort eine Zyklizität oder sogenannte Schlaf-Wach-Zyklen vorhanden? Zu dem Begriff Zyklizität ist kurz was dazu zu sagen. Die klassische Bezeichnung, wie sie auch von Hellström, Westers und Kollegen publiziert wurde, sind Schlaf-Wach-Zyklen. Allerdings hat dieser Begriff eher leider für sehr viel Verwirrung gesorgt, denn Schlaf-Wach-Zyklen korrespondieren nicht mit dem Zustand des Schlafes und des Wachzustandes eines Babys. Also nur weil ich in der Schlafphase bin von dem Zyklus, heißt nicht automatisch, dass mein Baby schläft und umgekehrt. Dementsprechend, da das sehr verwirrend war für viele und es eigentlich nicht wirklich verständlich war, wie es dann zu diesem Begriff kommt, hat man sich inzwischen mehr dazu geeinigt, den Begriff Zyklizität zu verwenden. Und auch wenn Sie wahrscheinlich in allen Publikationen immer noch Schlaf-Wach-Zyklen lesen, gewöhnen Sie sich frühzeitig dann, diesen Begriff zu verwenden, denn so wird man in der Zukunft davon sprechen. Schlaf-Wach-Zyklen entstehen vor allen Dingen bei kontinuierlicher Aktivität und kann man sich vorstellen als sinusoidale Wellen des AEGs, hoch und runter, was vor allen Dingen den Unterrand betrifft des AEGs. Das heißt, Sie haben Phasen, in denen Ihr AEG breiter erscheint, weil der Unterrand weiter nach unten kommt. Und Sie haben Phasen, in denen Ihr AEG schmaler erscheint, weil der Unterrand auch mehr nach oben kommt. Man teilt diese zwei Phasen ein in die Quiet Sleep Phase, das heißt die breitere mit niedrigeren Amplitudenanteilen heißt Quiet Sleep und die schmalere, engere mit höheren Amplituden darin nennt man die Active Sleep Phase. Aber auch hier wieder Vorsicht bei den Begriffen. Das heißt nicht, dass mein Baby in der einen Phase tiefer und ruhiger schläft als in der anderen Phase automatisch. Dann gibt es noch bestimmte Zeitdefinitionen. Um eine echte Schlaf-Wach-Zyklen zu haben oder Zyklizität zu haben, sollte ein kompletter Zyklus von Quiet Sleep und Active Sleep auf alle Fälle wenigstens über eine Stunde dauern. Wobei der sogenannte Quiet Sleep-Anteil, also der mit dem breiteren Muster in der Regel einen Hauch kürzer ist, eher so um die 20 bis 30 Minuten Anteil von dieser Stunde. Man kann im Prinzip nun beschreiben, ob Schlaf-Wach-Zyklen vorhanden sind oder nicht. Es gibt da jetzt keinen Punktescore dafür, mit dem Sie sagen, das sind Schlaf-Wach-Zyklen 5 von 10 oder ähnliches, sondern man beschreibt eigentlich eher, erstens sind sie vorhanden, ja oder nein. Sind sie vielleicht inkomplett vorhanden oder sehen sie irgendwie unreif aus? Das heißt, dass zwar Wellenbewegungen da sind, aber die eigentlich nicht richtig schön ausgeprägt sind. Bis hin dann zum dritten Punkt, man hat eine normale Zyklizität, also normale Schlaf-Wach-Zyklen entwickelt, so wie Sie das hier auf dem Bild, auf dem Beispiel sehen unter Punkt C. Schlaf-Wach-Zyklen sind eine relativ interessante Sache. Das schaut jetzt mal im ersten Moment relativ banal aus, aber Sie können sie für sehr viele Dinge verwenden. So hat man inzwischen festgestellt, dass Schlaf-Wach-Zyklen auch eine wichtige Rolle in der Prädiktion nach Asphyxie spielen. Und das Spannende daran ist, dass man festgestellt hat, dass selbst unsere kleinsten Frühgeborenen, zum Beispiel eine 24. Woche, wenn die Geburt einigermaßen in Ordnung verläuft, normal ist es natürlich nicht eine Geburt von der 24. Woche, aber wenn sie einigermaßen gut verläuft, dass selbst dieses kleinste Frühgeborene von 500, 400 Gramm bereits Schlaf-Wach-Zyklen aufweist. Entsprechend interessant ist es dann zu erkennen, was ist, wenn ich ein Frühgeborenes habe, das von Anfang an keine Schlaf-Wach-Zyklen aufweist. Hier ist offensichtlich schon irgendwas gestört worden, sei es mal durch eine schwierige Anpassung bei der Geburt. Diese Schlaf-Wach-Zyklen haben oder Zyklizität ist am Anfang sehr gering ausgeprägt und die Amplituden werden dann schrittweise höher. Das ist das, was Ihnen hier in diesem Bild verdeutlicht werden soll, auch wenn es etwas kompliziert auf den ersten Blick aussieht. Sie sehen, dass in der Quiet-Sleep-Phase mit QS hier bezeichnet, je älter mein Patient wird, mein Unterrand der Amplitude schrittweise höher wird. Man nennt es auch Reifung im Prinzip des AEGs. Das war es eigentlich zu den Schlaf-Wach-Zyklen. Ich will Sie hinterlassen mit einem, wie ich es immer nenne, Happy Message. Man stellt sich ja immer die Frage, das ist ja jetzt alles ganz nett und klingt alles ganz einfach, aber bringt es mir dann auch wirklich irgendwas in meinem Alltag? Und da darf ich Ihnen das Ergebnis von der Studie bringen, die ich gemacht habe im Jahre 2012 und habe dort alle Neonatologien in Deutschland befragt, die schon ein AEG haben, was denn so die Stimmung in ihrer eigenen Abteilung ist zu diesem Gerät und ob es ihnen denn was bringt oder nicht.
Und ich war eigentlich selber ein bisschen von dem Ergebnis, muss ich sagen, überrascht, nämlich dass fast 90% aller Befragten gesagt haben, sie finden, dass das AEG eine extrem wichtige Rolle für sie spielt und sogar eine Konsequenz in ihrem Therapieverlauf hat. Das heißt, insgesamt ist das AEG auf jeden Fall eine gute Sache. Ich bin mir sicher, wenn Sie es mehr benutzen, werden Sie es für sich entdecken und hoffentlich auch Ihre Patienten davon profitieren. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit. Sollten irgendwelche Fragen sein, können Sie mich gerne jederzeit per E-Mail kontaktieren. Danke. Dieses Video präsentierte Ihnen Eumedix. Eumedix, Qualität entscheidet.